Willkommen zurück zum letzten Assassin's Creed Rogue Remastered Part vor der Pause, weil jetzt da die FIFA WM Videos anstehen. Oder ab morgen. Ab heute kriegt ihr noch mal einen Part und dann müsst ihr woanders euch begnügen mit diesem Spiel. Oder selbst spielen. Habe ich jetzt schon gegen ein optionales Missionsziel verstoßen, ist die Frage. Okay, jetzt ist er, glaube ich, tot, der Bär. Och, der arme Bär. Ich wollte ihn nicht töten, aber er hat mich angegriffen. Das kann ich als Ausrede bringen. Wie der das einfach nicht gemerkt hat, wie ich da meine Klingen zucke. Also, KI ist manchmal dann doch ein bisschen fail. Und ich muss sagen, das Spiel, ich habe wieder ein bisschen Bock dazu gewonnen über die letzten drei Parts. Also ist dementsprechend schade, dass ich das jetzt dann so pausieren muss. Ich meine, die ersten Parts nach der Pause werden natürlich dann weit vor dem WM-Finale aufgenommen. Aber jetzt für so einen knappen Monat ist erstmal Schluss wieder mal für Assassin's Creed. Erinnert mich so ein bisschen an den Hobbit-Soundtrack. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, Vorsicht. Na, dann töte ich euch jetzt mal alle. Ich habe gedacht, er wäre auf dem separaten Schiff, aber so ist er dann anscheinend doch hier drin in diesem Fort. Oh, wer hätte es gedacht? Ja. Das wäre jetzt halt doppelt clever. Okay, irgendjemand hat mich schon wieder entdeckt. Ach Mist, von da aus treffen. Das kann ich nicht treffen. Immediately!
Achso, das ist ein ganz normaler Typ. Boah, Vorsicht! Da oben ist er ja. So, die Templer haben ihren Hund auf mich gehetzt. Zeit, euren Mut zu beweisen, Shay. Treffer durch Mörserbeschuss vermeiden. Wow. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, weil man kann ja nicht kontern, logischerweise. Wurden wir soeben durch Mörser getroffen? Schneller. Und Breitseite abfeuern jetzt. Feuer! Scheiße, wir wurden, glaube ich, von Mörsern getroffen. Oder? Nein. Auf! Gauster! Ich glaube, das optionale Missionsziel haben wir geschafft. Die Wally hat sein Schiff gestrandet. Eine neue Taktik. Er rettet seine Crew. Nein, er kämpft sein letztes Gefecht. Enttäuschen wir ihn nicht. Verfolgt ihn, Shay. Ich mache einen Bogen. Haben wir das Ziel geschafft? Okay, niemanden außer Ade töten. Wahrhaftig Ade, Wade. Ach, ich könnte es mal wieder viel besser machen. Ihr seid schnell, Junge, aber nicht sehr klug. Ja, merke ich gerade. Getting away.
frage ich mich, von welcher Quelle ich gerade eine Nachricht bekommen habe. Ach, jetzt wurde sie schon wieder gelöscht. Folgt ihm, Shay. Ich versuche ihn zu umgehen. Hey, hold him up. Yeah, stop. Let's have a word. I can see it from here. Not on my watch, though. Oh, shit. I promise that. Let him think he's losing us. Ja, auf, kletter doch da nach oben, das kann doch nicht so schwer sein. So, jetzt müssen wir strategisch vorgehen. Ihr seid schnell, Junge, aber nicht sehr klug. Ja, auf geht's, der ist da unten, Junge! Okay, der ist tot. Gut. So viel dazu. Und wir haben keinen anderen umgebracht. Yes! Wenn auch auf sehr komische Art und Weise, muss ich da mal wieder zugeben. Du redest von Vergebung, Kind. Die Hölle wartet auf dich. Dann betrete ich sie mit Stolz, wissend das Richtige getan zu haben. Es ändert nichts. Achilles hat bereits, was er braucht. Und ich töte jeden Mann, der ihn verteidigt, wenn ich muss. Es darf ihm nicht gelingen. Du bist jetzt ein Monster, Shay. Vielleicht ja. Kommt. Jawohl. Da bin ich mal wieder sehr glücklich drüber, auch wenn das jetzt eigentlich nicht mein Ziel ist. Und ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich diese Sequenz auch geschafft. Aber dann eine ziemlich kurze Sequenz, wenn ihr mich fragt. Ja, immer wenn man einen Silberpokal bekommt, heißt es praktisch, wir haben eine Sequenz fertig. Aber die Franzosen haben ihren Schwung verloren. Die Templer können sich jetzt ganz auf die Assassinen konzentrieren. Mal sehen, welche Rolle Shay spielt. Mal sehen, welche Rolle Shay spielt. Sequenz 6. Na gut, dann können wir jetzt noch ein bisschen rumblödeln, weil es... Okay, jetzt kommt eh eine Sequenz. Wie steht es um die Vorläufersache? Wir sammeln Schiffe und Vorräte, aber es ist schwierig ohne ein bestimmtes Ziel. Ich habe Männer. Sie reichen, um eine Crew aufzustellen, Chevalier. Hope hat herausgefunden, wie man Franklins Experiment reproduziert. Schon bald kennen wir die nächste Vorläuferstätte. Und ihr seid sicher, das zu schaffen? Ich habe Augen und Ohren, Mentor. Das Gerät ist in Kürze fertig. Sehr gut. Berichtet mir. Okay. Wir müssen Hopes Versteck finden. Die meisten Banditen von New York gehorchen ja jetzt. Ich würde sagen, ich hole jetzt noch den Aussichtspunkt und dann war's das. Vor der Pause. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen halben Sommer. Wobei ja gut, wenn die WM startet, ist eigentlich theoretisch noch nicht Sommer. Aber das ist jetzt alles wieder viel zu kompliziert. Ja Leute, mehr bleibt mir dann nicht zu sagen als bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie. Euch eine schöne Zeit, bis wir hier wieder weitermachen.